Ach ja, Leute, ist es nicht schön, hier auf so ein Winterwunderland herabzublicken, obwohl nicht mal Schnee liegt, eigentlich liegt nur bei mir Schnee. Und damit willkommen zu Dolphin Minecraft Abolo hier auf meinem Kanal. Und wie gesagt, habe ich hier, wie gesagt, in der vorigen Folge, wie gesagt, Richtung bei mir auschecken, da haben wir den Meteoriten hier irgendwie infiziert, nee, nicht infiziert, sondern den Meteoriten irgendwie radioaktiv gesehen da vorne. Ich kann es noch mal zeigen. Und da habe ich auch gesagt, dass hier das alles wieder beschmücke, wie gesagt. Und der breitet sich irgendwie zufolge. Okay, jetzt glaube ich, hat er sich nicht mehr ausgebreitet. Weil es ist radioaktiv, ja. Und also mache ich auch. Und ich habe ja eine neue Couch. Also mache ich auch demnächst in ein Radioaktivzeichen hin. Und ja, wir kommen zu der Folge Minecraft Abolo hier auf meinem Kanal. So, das geht jetzt erstmal runter. Warte mal, hä? Oh nein. Ist ein Aufzug kaputt? Hä? Kennst du ja, da ist irgendwas falsch, Leute. Ah, lol. Glaubt ihr, der Aufzug kann nicht wegen dem Picture Frame? Ich glaube schon, gell? Oh nein. Kann er da wirklich nicht? So. Ich glaube nicht, oder? Jetzt könnte er runterfahren eigentlich, oder? Kann er? So. Ja, Tatsache, jetzt kann er. Doch, jetzt kann er. Ich muss unbedingt demnächst hier repairen hier, also, dass es wieder funktioniert hier. Weil also ich habe die Picture Frames implantiert und die sind eigentlich nicht gegangen. Weil eigentlich tue ich immer, also fliege ich immer mit dem Hanglider da nach oben eigentlich. So, wie gesagt, Folge haben wir den Dixie gefunden. Den guten alten, wie heißt es hier? Den guten alten, den radioaktiven Dings, ja. Ich weiß immer noch nicht, was genau das für ein Teil ist. Also, was genau der Stein ist. Ich kann ja mal vielleicht demnächst irgendwie fragen oder so, wer sich auskennt. Oder kennt ihr euch irgendwie mit Gesteinen aus oder so? Ob das irgendwie radioaktiv ist? Weil ich will jetzt nicht unbedingt hingehen. Und genau, Folge haben wir jetzt auch nämlich Obsidian. Ich habe jetzt nach der vorigen Folge, habe ich nämlich, also zwischen der jetzigen und der vorigen, habe ich Obsidian gesammelt. Und jetzt können wir eigentlich ein Nether-Portal ausstellen, was ich, glaube ich, aber demnächst unten aufstelle. Und genau, unsere Steaks sind ausgegangen, deswegen bin ich jetzt zu Schnitzel umgestiegen. Jo, mei, ist eh viel besser, jo, mei. So, nämlich wollte ich jetzt auch hier, warte mal, so. Ich glaube, 4 war's. War's die 4? Oh nein, das war schon wieder ein Picture Frame. Wisst ihr was, Leute? Ich mache mal so, ich mache auch immer auch diesen, jo, mei. So, mach so. Und so. Und, warte mal, da oben ist auch noch ein Picture Frame. Kann ich den noch, kriege ich den noch? Das ist richtig dumm hier mit Picture Frames, so. Und so. So, jetzt sollte ich mindestens auf die Etage kommen eigentlich, oder? Nur das Ding ist, hier gibt es gar kein... Ah, wisst ihr was, Leute? Egal. Und genau, das würde ich jetzt sagen. Nämlich habe ich hier meine Schnitzelfabrik um eines geupgradet. Nämlich brauche ich jetzt ein Steak, gell? Ich müsste da hochkommen, gell? Ein Steak. Ich bräuchte nur ein Steak. Für, so, 4. Für ein gutes, altes, Dings hier. So, jetzt, 5. Ein Steak für den Schnitzel hier, zum Umwandeln. Nämlich, kann man hier einen Schnitzel umwandeln? Weiß nicht, kennt die Schnitzelfabrik. Doch, ich habe hier noch ein paar Steaks. Aber ich glaube, lass die Hälfte gleich unten liegen. Weil, so, warte mal. So. Ich glaube, die 3 was? Au. Oh. Okay, ich hab Damage genommen. Okay, ich fahr mal wieder hoch. Genau, jetzt muss ich einfach hier. Kannst du hochfahren? Ja. So, nicht, dass ich einen Aufzug hier kaputt mache. Genau, so. Und, alright. Okay, warum war das hier gerade rot? Genau. Nämlich, wenn man hier jetzt. Hier kommt nicht das Resultat raus. Ich habe das nämlich ein bisschen verglast hier. Und ich habe das ein bisschen automatisierter gemacht. Nämlich, Leute. Sollte eigentlich, Leute, das Minecart komplett wieder nach zurückfahren. Also, ich muss nichts mehr resetten. Ich kann es mal ausprobieren. Zuerst muss man mal... Oh nein, das Minecart ist hier schon hinten. Es fängt schon gut an, Leute. Ich glaube, ich muss das Minecart zerstören. Oh. Redstone hier wieder platzieren. Leute, ich kann mir vorstellen, dass ihr nicht genau euch mit Redstone-Dings auskennt. Aber kein Ding, Leute. Da bin ich dabei. So, ich muss zuerst mal hier ein Steak ranlegen. Dann mache ich die Chest. Dann soll es eigentlich weiterfahren. Was so los? Technische Schwierigkeiten, So. Ja, Leute, stellt euch vor, das wird fahren, ja? Aber fahren fast noch nicht. Ja, stellt euch vor, das Ding wird fahren. Dann fahrt es so.
Dann kommt der Wasser hin. Ich glaube, das mit Wasser habe ich noch nicht ganz resettet, Dings. Also die Zeit noch ausgelaufen. Dann sollte eigentlich das Minecraft hier gepusht werden. Dann geht es hier weiter. So. Oh, es ist stuck. Nicht gut, das muss ich demnächst fixen. Dann geht das hier lang. Dann fahrt es direkt weiter hoch. Das gibt das Schlitzel hier ab. Dann wird hier da drüben Wasser Dings. Und das sollte hier eigentlich das Minecraft hier runterfliegen. Hier rein. Und hier sollte eigentlich das Schnitzel kommen. Oh nein. Was habe ich hier schon wieder für Fehler gemacht? Wo ist das Schnitzel hin, ist die Frage. Leute, warte mal, ist das Schnitzel doch oben? Leute, es ist ein Prototyp, ja. Irgendwann werde ich am Spawn die Schnitzelfabrik 3000 machen. Und ist es immer noch drinnen? Es ist immer noch drinnen. Warum ist es nicht abgesammelt worden? Egal, ein Versuch haben wir noch, Leute. Ein Versuch haben wir noch. So. Und so. Kann ich noch ein Stack reinlegen? Warum funktioniert es noch nicht? Oh nein. So. Und so. Nee, wups, das war eigentlich nicht. Ich könnte eigentlich auch mal probieren, hier in der Bahn zu fahren. Und, so. Jetzt muss ich einen Stack reinlegen. So. Stell ich vor, das würde hier funktionieren. Alright, so. Hier wieder zubauen. Hier ist Redstone. Funktionierst du? Oh nein, ist nicht mal runtergedingt. Leute, das ist ein Prototyp. Leute, alles gut, das ist ein Prototyp. Ich kann hier gleich mehr reinlegen. Es ist ein Prototyp, Leute. Keine Angst zum Sorgen. Keine Angst hier. Es ist ein Prototyp. Also, von daher ist es eigentlich egal. So, jetzt gehe ich erstmal hier. Boah, ich war fast gestorben gerade. Das Skelett. Runter. So. Nee, ich wollte hier noch ein paar Sachen von drüben holen. Und ich finde den Eingang einfach mega nice hier. Mit die Schneezopfen, Junge. Oh, hallo? Wer bist du? Halli, hallo, Hallöle. Wie wird Tops sagen? Hallo? Das Böse? Der Messer? Hallo? Ist er freundlich? Definitiv nicht, oder? Oh, er macht viel Herzen schaden. Nein, das ist richtig gut. Oh, böse. Ah, das Ding ist, oh, der ist sehr gut, Leute. Warum macht mein Ding nichts? Nicht sehr viel Leben auch. So. Oh, ich kann kaum hitten. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Wo ist eine Hitbox? Okay, ich hab's eine Hitbox. Nice. Okay, wie hitte ich denn, Leute? Ich hab noch Resistenz, habe ich noch, gell? Resistenzteile. So. Nice. Ich habe Critics gegeben. Ich glaube, ich kann ihn so von oben killen. Oh. Von oben kann ich die Critics geben. So, nice, easy, easy, easy. Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe so eine Resistenz. Ich habe gerade so viel Resistenz. Ja. Nice, 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 Leute. Macht doch Damage. Ja, er macht doch Damage. So, ich krieg statt 5 ersten Schaden, kriege ich nur 1 ersten Schaden. Wegen dem Teil gerade. Und jetzt, glaube ich, nicht mehr. Okay, er macht gerade gar keinen Schaden. So. Ich glaube, im Wasser ist, glaube ich, unfähig oder so. Wir kriegen ihn down, Leute. Oh nein. Er macht schon wieder viel Damage. Oh, nein, 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 nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Ich habe noch relativ viel Stuff. Ich will jetzt nicht sterben. Warte mal, so. Oh, ganz so gar nicht gut. Es gibt eher mir die Critics. Resistenz, funktionierst du? Extra Defense, wenn eaten. Das Ding ist, habe ich, wenn eaten. Ich glaube, ich muss, so, jetzt essen. Funktioniert nicht. Oh nein, er macht richtig viel Damage. Plan B, Leute, wir haben gerade richtig perfekt gehabt. So, wir fallen halt nicht auf noch 5 Fälle. Warum machst du nichts, Zero? So. Ein Fall habe ich noch weggeschossen. Okay, jetzt habe ich nichts mehr, jetzt muss ich drauf gehen. Oh, ich glaube nicht in den extra Herzenpit oder so. Wir haben ihn gerade irgendwie gehabt oder so. Oh nein, oh nein, oh nein, oh, oh, oh. Der Master gar nicht gut. Warum eigentlich die Master, ist die Frage. Ich glaube, oder kann er im Wasser, glaube ich, noch. Nein. Böse, ist ein Squid. Leute, okay. Ich hebe mich schon wieder voll. Warte, kommt der? Ich glaube, der ist ja stuck. Ich helfe dir ein bisschen. Okay, das hätte ich nicht machen sollen. Ein roter Creeper. Wir müssen sagen, oh. Früher haben wir gesagt, ein roter Dick. Weil es war so ein Insider von mir und von Flo. Könnte ich denn da hätten eigentlich? Nein! Nein, Leute! Oh nein, okay, schnell wieder hin, sonst despawnt er.
Ganz böse, ganz böse. Eine falsche Richtung. Oh nein. Leute. Oh nein, oh nein, oh nein. Wie viele Tode habe ich schon? Ich habe 10 Tode habe ich. Ganz gar nicht gut, ganz gar nicht gut. Ich sag, das ist das Buchstabe für den Merch. Und hier ist er immer noch vom Flo geclaimed. Oh nein, oh nein, oh nein. Aber was bitte, bitte droppen, Leute, wenn ich den kill? Okay. So. So. Und so, wie gesagt, ja, 30-official bei Instagram taggen, wenn ihr ein Fanart einsenden wollt. Oder bei Discord einfach dritter Link in Beschreibung senden. Ist noch da? Zero, warum machst du nicht Zero? Alles klar. Doch, er ist noch da. Warum macht er so viel Herzensdamage? Ich kann blocken, ja? Eigentlich schon, kann ich. Ich kann eigentlich blocken. So, jetzt kann ich mich nicht hitten. Jetzt hitte ich einmal. Leute, ich glaube, ich hab's. Leute, ich glaube, ich hab ihn wieder. Ich glaube, ich hab ihn wieder. Aber man schlägt halt dermaßen runter. Wie viel Leben hatte bitte? Wahrscheinlich 100.000 Leben. Oh nein. Jetzt attackt er mich wieder. Ich muss warten, bis er nicht mehr zu mir schaut. Hielt er sich? Neben dem Hitler ist er sich, oder? Oh. Böse. Böse, böse, böse. So, ich muss warten, bis er wieder aufhört zum Ahren. Und ich muss ganz schnell sein. Nein! Oh, das gibt's doch nicht! Wie stark ist er denn bitte? Okay, Leute, Plan B. Haben wir noch Pfeile da zu Hause irgendwo? Pfeile, 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 Pfeile. Haben wir Pfeile? Ich denke nicht. Was machen wir, Plan B, Plan B? Können wir Zero Ring dazu bringen, den zu killen? Nee, in dem Leben, oder? Hallo, 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 hallo. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Das Ding ist, ich muss ihn direkt. Oh lol. Hat sich gerade irgendwie wieder zu verkleinert. Ich muss ihn instant komplett downschlagen, bis er mich anschaut. Bevor er mich anschaut, muss ich noch komplett downschlagen. Warum geht er mir mehr Criticals, als ich ihn gebe? Macht irgendwie gar keinen Skin. Gar keinen Skin. Gar keinen Sinn. Okay, Leute, weiß nicht, wie lange noch bleibt. Okay, was machen wir? Haben wir oben safe noch irgendwas? Leute, das ist ein schwieriger Bosskampf gerade. Haben wir vielleicht oben noch irgendwas? Do we have something on the tower? Noch irgend noch so eine Super gehabt, die richtig viel XP gibt, oder? XP. Richtig viele Dings hier. Richtig viele Effekte hier. Safe, oder? Ist er despawned? Ah ne, er ist immer noch da. Okay. Haben wir noch immer noch irgendwelche Sachen haben wir noch gehabt, oder? Harry, Grants Bonus Health. Achso, mehr Leben, oder? Was kriegen wir? Health Boost, okay. Doch, das aber, wir kriegen mehr Leben, glaube ich, oder? Ein Herz mehr. Oder? Noch mehr Herzen. Können wir von oben killen? Das funktioniert. Wenn das funktioniert, Leute. Kann ich den irgendwie von oben? Nee, ich glaube, das geht nicht, Leute. Aber er hat schon nur mehr Hälfte Leben. Das ist immerhin etwas Gutes. Das Ding ist, die Hitbox von ihm ist unten, gell? Das heißt, ich kann ihn relativ schlecht hier hitten. So. So. Und er macht immer noch Damage. Oh. Wir killen mit den, Leute. Mehr Leben. Health Boost haben wir immer noch. Alles klar. Das Ding ist, ich glaube, wir müssen einfach aus einem Radius rausgehen, wo uns erkennt, oder? Er müsste nachher wegschauen. Nachher müssen wir instant. Leute, wenn das die Q-Taktik ist. Ja, ich glaube, das ist. Weil dann schaut er uns nicht an. Dann kann ich ihn easy schlagen. Nice. Er verliert hier richtig viel Leben gerade. Er schaut uns immer noch nicht an. Jetzt schaut uns wieder an. Okay. Das heißt, jetzt wieder healen. Wieder aus dem Radius rausgehen. Ich glaube, der ist irgendwie blind oder so, dass er uns nicht mehr sieht. Nice, er zieht uns nicht mehr. Oh, da kriegen wir irgendwas gedroppt. Glasshards. So. Jetzt wieder Health Boost. Jetzt wieder doppelte, dreifache Leben krieg. Nice, das heißt. Er zieht uns nicht. Jetzt mache ich die 300 Q-Taktik. So. Und. Nein, oh. Er hat uns immer noch im Blickfeld gehabt. So. Alright. Jetzt sollte er gleich wegschauen. Ich muss ein bisschen runterkommen lassen. Und so. Nein, er hat uns immer noch. Oh. Nein. Aber wir haben es gerade geschafft, oder? Ich glaube, ich muss einfach irgendwie noch weiter weg. Muss ihn kurz abregen lassen. Weil er ist irgendwie ein ganz. Dings hier. Ich glaube, ich heal mich erstmal hoch hier. Das ist ein ganz Dings hier. Aber hier stinkt immer noch Trupp stinkt. An der Seite. Weil ich habe das eigentlich runtergenommen. Aber nicht ganz runtergenommen, weil Flo die auch nicht zahlt hat.
So. Nein, ich glaube, ich darf mit dem Hangar nicht hinfliegen. Ah! Er hat aber immer noch so viel Leben. Das Ding ist, wir könnten. Feuer unter ihm platzieren, wenn das funktionieren würde. Feuer. Haben wir Flintenstiel? Haben wir Flint? Ich kann mal hochschauen, ob wir Flint haben. Vielleicht funktioniert das. Oh nein, da rennen wir schon hinterher. Könnten Feuer unter ihm legen und danach ist er stuck oder so. Danach verbrennt er. Das wäre cool. Ich hoffe, mein ganzer Schnee brennt da nicht weg. Weil, wie gesagt, Schnee schmilzt und, ja. Haben wir Flint oder so? Flintenstiel. Das ist nicht richtig cool. Dann könnten wir ihn anzünden, mehr oder weniger. So. Alrighty, Flint. Bitte sagen, wir haben Flint. Ich baue hier einfach schnell Gravel ab. Leute, ich glaube, wir haben keinen Flint hier, aber ich nehme trotzdem ein bisschen Eisen mit. Irgendwo sollte der Gravel sein, oder? Gravel. Ich glaube, unter Wasser sollte eigentlich Gravel sein, oder? Gravel. Das ist Gravel, okay. Ich baue es auch schnell ab. Und, so. Ich baue es schnell ab, bis ich Flint kriege und dann sehen wir es gleich wieder. Nice, ich habe ihn jetzt endlich gekillt. Oh mein Gott. Und warum bin ich unsichtbar gerade? Nice, Leute. Was hat der alles gedroppt? Oh mein Gott. Warte mal, Bloodstone Sword? Oh mein Gott. Ich habe einfach wirklich eine Ewigkeit gebraucht. Ich habe nach der Ecke. Ich wollte eigentlich ihn killen, bevor. Also, ich wollte eigentlich aufnehmen, wo ich ihn kill. Aber ich habe nachher vergessen, die Aufnahmetaste zu drücken. Deswegen habe ich jetzt erst angefangen. Oh mein Gott. Ein Stack Dings auch noch. Nice. So, Knochen. Ich glaube, das Glas brauche ich eher nicht. Was habe ich jetzt alles gekriegt? Oh mein Gott. Okay. Shieldbox. Contains a variety of shields. Alles klar. Lol, Tower Shield. Ich glaube, ich mache das instant auf, oder? Kriege ich? Was ich kriegt? Was für ein Schild? Gar kein Schild, oder? Ich hab schon Schild. Hellion Schild. 6 Gold Coins. Was ist das? 13 Attack Damage? Meinst du auch nur 10? Nice. Oh mein Gott, nice. Hab ich ein kleines, ein rotes Schwert hier. Und Wungal Boots. Reflects Double Melee Damage taken to Attacker. Das heißt, es reflektiert, doppelter, Nahkampf Damage. Also, doppelter Nahkampf, Schaden. Und, also von einem Attacker. Und, also wenn man Fullset-Bonus hat, wenn man komplette Rüstung hat. Und 50% Damage, also 50% Nahkampf-Damage absorbiert man, wenn man das komplette Set hat hier vom kompletten Typ hier. Yo, nice. So, jetzt würde ich auch sagen, das war's hier für die Folge. Lasst unbedingt ein Like, ein Abo da und aktiviert die Glocke für mehr solche Bosskämpfe. Und ja, würde ich sagen, lasst ein Like da und schreibt in die Kommentare, mit wem ich das nächste aufnehmen soll oder was ich das nächste machen soll in der nächsten Folge. Und schreibt in die Kommentare noch, wie ich den oben nenne, den einen Typen hier oben in meinem Tower. Ich sage jetzt erst ein Like da und aktiviert die Glocke und ciao!